Servus, willkommen zurück zu Deadly Shadows. So, bevor wir hier gehen, greifen wir uns noch den Ring ab. Hinter zu der verborgenen Bibliothek dürfen wir nicht. Ich hab's probiert. Kurz mal. Hab auch nur ein bisschen was getrunken durch die ganze Leserei. Aber wir kommen hier anscheinend doch noch irgendwie rein. Ich schätze mal, der Ring wird nicht so atemberaubend sein. Oh, da ist aber noch ein Buch. Deuterin Kadeo, bla von bla. Viele der Ältesten haben sich enttäuscht darüber geäußert, dass die Deutung der Glyphen bezüglich des dunklen Zeitalters bzw. des Bruders und Verräters so viel Zeit in Anspruch nimmt, genauso wie das Lesen dieser ganzen gottverdammten Bücher. Ich kann euch jedoch versichern, dass Deuterin Kaduka trotz ihres Zustandes jedes Grunde nutzt, um die Bücher zu studieren. Ich möchte betonen, dass der ständige Kontakt mit den Büchern und der körperliche Akt mit den Büchern der Deutung schreckliche Spuren hinterlässt. Wie ihr wisst, ist Kaduka eine der jüngsten Deuterinnen. Oh ja, das ist sie. Die wir je hatten. Und doch denkt sie bereits heute laut an eine Nachfolgerin, da die Glyphen des Alterungsprozess auf erschreckende Art und Weise beschleunigen. Noch ist Kaduka stark genug, Tag für Tag in den Schriften zu lesen. Und sie glaubt, dass sie wichtigen Wahrheiten schon sehr nahe ist, solltet ihr dennoch Bedenken haben. Wendet euch vertrauensvoll an mich. Hey, ich bin der Buchmann. Liebt mich oder hasst mich, ich mag Bücher. Oh mein Gott, es passiert was. Neue Fähigkeit erhalten. Mit dieser Glyphe können Sie die Türen der Hüter sehen und öffnen. Wenn Sie diese Glyphe an einer Mauer sehen oder benutzen, erscheint eine Tür. Very well, Garrett. You now have all the powers of an acolyte. You are able to see and open keeper doors. Look for the glyph. Keeper Artemis also wishes to see you, I believe. Farewell. Ich spüre die Macht. In mir. You still take no care to your path. Was? Greetings, revered elder. Können wir da oben hin? Oder waren wir da oben? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Bücherei. Viel zu krank hier. Ich will noch mal dahinter gucken. Ah. Beute gefunden. Keiner hat's gesehen, keiner hat's gesehen. Ihr seid alle scheiße. Du auch. Also haben wir hier zwei Sachen abgestaubt. Ich hoffe mal, das wird uns hier nicht zum Verhängnis. Aber wir können jetzt diese komischen Dreckskäfer hier kaputt hauen. Und ich benutze schon wieder viel zu viel Beleidigung. Ich wollte es mir abgewöhnen, aber wir benutzen mal die Tür hier. Magie! Hexerei! Verbrennt euch! Verbrennt euch! Verbrennt euch! Moment, nein. Haben wir alles erledigt? Oh, ja, ja, ja. Gehen Sie zur heidnischen Festung bei den Dogs und lesen Sie den Brief. Den die heidnische Briefe in Dinnerlob hinterlassen hat. Suchen Sie in der Kanalisation der Docks den Eingang der versunkenen Zitadelle. Finden Sie dort den verschwundenen Glyphenschlüssel, den die Hüter suchen. Finden Sie auf der Abysmalgalle heraus, ob das Schiff etwas mit dem Kompendium der Schande zu tun hat. Oh, im zweiten Stock der verbotenen Bibliothek finden Sie eine Karte vom Kloster der Hüter. Ja, vielleicht kommen wir da auch auf legalen Weg rein. Wir gehen mal wieder zum Stone Market Plaza. Oh, mein Mund ist viel zu trocken. Ah, eklige Geräusche. Tipp, 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 tipp. Türglyphen. Magic.
Sind die jetzt eigentlich Agro auf mich, wenn ich hier rumrenne? Evening there. Hm, evening. Ich schätze mal schon. Aber wo wollen sie? Rudel dich. Aber die können wir jetzt mit dem Breitkopffallen kaputt hauen, oder was? Boah, ich hab doch nur einen Käfer angestochen, Mann. Bistisch. Verschwinde aus meinem Angesicht. Boah, da stehen auch schon wieder welche. Was soll das? Haha, voll vorbeigelaufen. Das sag ich jetzt. Und dann rennen sie hoch, oder? Nö, nicht mal. Die Käfer können wir jetzt abmurksen. Boah, nee, da tun wir uns wieder weh. Die Geschichte kenne ich schon. Boah, verschwinde einfach da unten. Komm. Ich hab hier noch was zu tun. Oh, verkrümel dich. Verkrümel dich. Gut. Good evening. Be well. Und die Käfer kann ich jetzt abmurksen, oder was? Das probieren wir doch gleich mal aus. Stier. Wow. Kranker Shit. Okay, 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 okay. Da ist keine Wand. Is it thou? Huh? Brother, canst thou tell what that... Oh, Brüder, könnt ihr mir sagen, was ich eben hörte? Es war hinter mir. Lasst mich doch alle in Ruhe. So. Wow. Voll im Kreis gelaufen. Aber wir wollen noch mal hier hinter. Ach, der liegt da noch. Oh, und da war noch ein Moospfeil. Den stecken wir noch ein. Ja, ja. Ich gehe erst mal hier rein. So. Würde ich mal sagen, bei den Docks sind wir ja nicht, aber ich möchte noch mal ein bisschen bei dem anderen Hehler vorbeigucken. Da noch ein bisschen Zeug verkaufen und vielleicht kriegen wir bei dem noch das ein oder andere nützliche Zeug, was wir noch brauchen werden. Da steht schon wieder eine Wache, ich könnte so ausrasten. Da vorne war ein Moospfeil. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, das müsste der Händler gewesen sein. Breitkopf. What's with all the racket? Who's there? I'm gonna have a look by that crate. Warum kann ich da? Ah, jetzt. I don't know, Garrett. Something about you and that hood. Die steht ja voll auf uns, genauso wie die andere. Warum kann ich das andere nicht verkaufen? Garrett. Ich hab da noch voll viel. Vergoldener Helm. Ich möchte ihn gerne mal verkaufen. What the hell are you doing? Lass mich ja in Ruhe. Move it, chump. Hast du mich Dummkopf genannt? Let me know, Garrett. Hey, ever think of having a partner? Someone to keep a lookout while you're picking a lock, that sort of thing? I have auf mich anzumachen. You just want to shop, I bet. Sure. Ja, ich möchte nur shoppen. Du hast es erfasst. Ciao. Lass mich ja in Ruhe hier. So, okay, die wollen uns anscheinend überhaupt nichts abnehmen. Die Ekelhaften. Können wir hier nochmal rein, nö. Ne?
Können die eigentlich zu uns? Ich weiß es gar nicht. Oh, sie gehören zu uns. Nein, die gehören nicht zu uns. Ich hab mich getäuscht. So, dann rennen wir hier mal runter. Ja, ja. Und jetzt geht ihm die Luft aus. Da war noch ein Wasserfall. Ei. Und ciao. Oh, ich glaube, wir haben sie abgelenkt. So, wieder zurück zum Stone Market Plaza. Es naht das Zeitalter der Dunkelheit auf das Lichtschatten und die Zeit zum Feind bla. Durch verschlossene Türen pflanzt sich der Schall schlechter fort. Okay, das wussten wir auch noch nicht. Da war das mit den verschiedenen Dingens. Ja, der sucht voll Probleme, Alter. Haut ihm übelst eine auf die Mütze. Tu dir keinen Zwang an. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wer zu wem gehört. Denn ich muss wahrscheinlich wieder zu dem anderen, oder? Hier schreift aber keiner mehr rum, oder? Nö. Haben wir hier drin wieder was? So, einmal auf. Nochmal auf. Hey, back off. You want a knuckle sandwich? You want a knuckle sandwich? Ich stehe nicht so auf Sandwich. Aber der Kerl rennt natürlich voll in die falsche Richtung. Finde ich cool. Aber wo ist denn der hin? Hä? Hat er sich weggebackt? Aber irgendwo war doch noch so eine Tür, oder? Habe ich mir das eingebildet? Was steht hier? Taverne noch ein. Halt geschlossen, okay. Bericht der Stadtwache am gestrigen Abend im Bezirk Sommerfeuerproblemen. 0 Morde an unschuldigen Bürger, 10 wurden bei einem stumpfen Gegenstand bewusst gestanden. 8 Einbruchsdelikte, Alter, wir sind gut. Boah, und hier gibt's sogar wieder was. Turn this light off. Yep. Das Licht wurde ausgemacht. Na, ja, hier sind wir sicher. Oh, da kann man ja immer kräftig was abstauben da oben. Boah, hau doch einfach ab. Hau doch ab. Wir wollen hier nur ein bisschen Kohle verdienen, wie armer Dieb. Ja, ja, du hast dich in da was reingesteigert. Jetzt verzieh dich. What's all this rumpus? Kriegen wir den? Ich glaube nicht. Wir ducken uns mal. Funny things always happen on my shift. Na, du armer Bub. Was probably just the wind I heard. Aber da ist schon wieder Zeug und das möchte ich nicht liegen lassen. Weil wir werden es brauchen. 100 Pro werden wir es brauchen. Weg mit dem. Aber da oben werden auch wieder welche rumgeistern, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ah, lauf so schnell du kannst, Bitch. So, erstmal raus hier. Wieder in die Dunkelheit, dann lassen wir das halt mal so stehen. Ich stelle mich hier hin und sag vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.